liebe YouTuber, liebe YouTuberinetten, ich wollte mich nochmal melden. Es ist jetzt noch schon ganz, 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 ganz spät. Es ist schon 20 vor 12? Ja, genau. Ich war gerade ein bisschen irritiert. Ich habe gerade was geguckt. Ja, und so. Ja, ich habe gerade von der kleinen Melle einen ganz, ganz schnuckelig süßen Tag gefunden. Und wollte da mal spontan mit dran teilnehmen. Ich muss mir so hinlegen, dass man meinen ganzen unordentlichen Scheiß in meinem Zimmer nicht sieht. Ich liege auch schon im Bett. So, gut. Und dann, das sind 7 Fragen und die fand ich so süß. Das ist nämlich der Kindheitstag. Ich weiß gar nicht, ob ich schon erwähnt habe. Ich bin gerade ein bisschen schusselig, aber das seid ihr gewöhnt. So, die erste Frage, und ich finde ihn so süß. Lieblingsgetränk. Früher als Kind. Also, ich weiß, dass ich als ja, Kind, als Kind, ganz oft immer nachts aufgestanden bin, an den Kühlschrank gegangen bin und nachts Milch getrunken habe. Ansonsten mag ich oder mochte ich damals total gerne warme Milch und warmen Kakao, obwohl ich warmen Kakao heute auch noch mag, aber zu faul bin mir welchen zu machen. Damals hat Mutti das ja gemacht. Jetzt nicht mehr. Und was ich geliebt habe, allerdings ist das relativ. Es gab ja früher diesen Zitronentee, diesen gekörnten Zitronentee. Ja, den gab es. Allerdings, ich mochte auch Zitronentee, allerdings musste da drin immer so eine fette Zitronenteeschicht sein, mit Wasser auf, ein bisschen schnell durchrühren und dann trinken und den Rest kauen, wenn der so gerade so anfing, glitschig zu werden. Oder aber natürlich, wie meine Mama es mir immer verboten hat, ich habe früher diesen Zitronentee immer roh gefressen. Und ich betone gefressen, weil ich wirklich mit einem großen Esslöffel da dran gegangen bin. Meine Mama hat den dann irgendwann oben auf die Küchenzeile oben drauf gestellt. Ja, was mache ich natürlich? Hol mir einen Stuhl, kletter auf die Spüle, trampel über den Herd und gehe schön oben dran ans Regal, hol mir das Ding, fresse die Hälfte davon auf, mir wird Gott schlecht. Bin nur noch am Heulen, weil ich dann so dolle Bauchschmerzen hatte und habe dann von Mama, hätte ich fast gesagt, einen Arsch voll gekriegt, weil ich wieder alles weggefressen hatte. Ich war nämlich früher sehr, sehr gefräßig. So, Lieblingsessen, Frage 2. Nudeln, also Spaghetti. Früher habe ich das so, also ich mochte früher nur Spaghetti. Ich mochte keine gedrehten Nudeln, keine länglichen Nudeln mit Loch drin, keine. Mir fallen gerade diese ganzen Nudelnamen nicht ein. Also ich mochte, was ganz, ganz fürchterlich war, waren Bandnudeln. Ich habe Bandnudeln gehasst. Aber ich habe wirklich nur Spaghetti gegessen. Und wenn, dann mit Tomatensauce und nichts anderem. Und in der Tomatensauce durfte kein Oregano drin sein. Weil das blieb immer zwischen den Zehen hängen und das fand ich total eklig. Also, ich bin jetzt kein Feinschmecker und ich bin noch nicht wählerisch, aber ich mag kein Oregano. Mag ich heute auch nicht. Und Lieblingsessen ist heute irgendwie auch noch Nudeln. Frage 4, Lieblingsspielzeug. Jetzt muss ich natürlich gucken, um welches Alter es jetzt eigentlich geht. Aber Kind, ich gehe jetzt mal so kindergartenmäßig. Ich habe früher Mein kleines Pony gespielt und hatte damals einen Sandkastenfreund, der hieß Björn und der hatte die auch. Und wir haben gegenüber gewohnt und wir haben uns immer nach dem Mittagessen getroffen und haben unsere riesengroßen Kisten voll mit Zauberflügelponys. Sowas Ähnliches gibt es heutzutage auch, die kann man auch sammeln und tauschen. Aber unsere waren damals natürlich viel besser. Die haben auch nach ganz leckerem Zeug gerochen. Irgendwas ganz pekig, künstlich Süßes. Und die waren total toll. Weil ich stand früher voll auf Pferde. Also so Ponys und dann hatte ich auch so Plastikpferde und all so ein Scheiß. Und damit habe ich früher mal total gerne gespielt. Ja. Lieblingsserie. Ich habe früher super gerne die Glücksbärchis geguckt. Ich weiß allerdings nicht, ob das eine Serie war oder ob das Filme waren. Das weiß ich nicht mehr. Ansonsten kam sonst noch was. Ja, Mila Superstar fand ich toll. Und eine Zeichentrickserie mit einer dicken Katze, die Giuliano hieß. Und da gab es so ein Titellied. Und das war so penetrant, dass ich es irgendwann toll fand und nur noch gesungen hatte. Halt, wie kriegt das so? Giuliano, du und ich, wir beide, wir machen uns viel Freude.
Und dann geht, ui, und dann wieder Giuliano. Und dann geht das so weiter. Und es war früher voll süß. Und ich weiß noch, dass die Katze voll fett war und beim Laufen immer so mit dem Arsch gewackelt hat. Es war voll süß. Ich glaube, die war orange. Aber es war nicht Garfield. Oder war die braun? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, was habe ich sonst noch gerne geguckt? Damals gab es, glaube ich, Wendy im Fernsehen. Weiß ich nicht mehr. Also alles. Ach ja! Ach so, Nummer 5. Lieblingsfilme. Ich stand früher total auf diese Imhof-Sendung. Die Ponys vom Imhof oder die Kinder vom Imhof oder irgendwie sowas. Da gab es drei, vier, fünf Teile. Die hatte ich immer auf Video. Und ich fand Fury toll. Und ich fand. Ja, Flipper ging so. Flipper war ja. Konnte ja jeder haben. Aber Pferdefilme. Der schwarze Hengst und nein, es ist kein Film für Erwachsene. Und Black Beauty fand ich toll. Ich sollte mich auf einen beschränken, ne? Naja. Lieblingsrituale? Ins Bett legen oder ins Bett gelegt werden. Eine Höhle bauen. Also quasi komplett zudecken mit dem Kopf unter der Decke und dann quasi nur noch so, dass der Kopf so rausguckt. Und das war dann die Höhle und dann konnte ich einschlafen. Ansonsten Ritual. Ich glaube, ich bin relativ rituallos aufgewachsen. Ich müsste mich jetzt daran erinnern. Vorm ins Bett gehen, Zähne putzen. Ja, keine Ahnung. Ritual. Hände waschen. Ich weiß es nicht. Ich bin rituallos, glaube ich, aufgewachsen. Anschneiden beim Autofahren. Keine Ahnung, mir fällt mir jetzt nicht ein. Eine prägnante Erinnerung. Jo, da habe ich natürlich was. Mein Sandkastenfreund Björn und ich sind früher mit dem Auto, ich glaube, es war ein weißer VW Passat, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Kann auch grün gewesen sein. Oder ein anderes Auto. Wenn die Mama von Björn, die Marion, uns abgeholt hat, dann haben wir hinten auf der Rückbank zwischen Fahrer und Sitz gesessen, also quasi im Fußraum, und haben Kaninchen im Knäckebrotkarton gespielt. Und dadurch, dass Hasen ja keine Töne machen, aber wir natürlich irgendwas von uns geben wollten, haben wir immer Ming Ming gesagt. Das Kaninchen machte also Ming Ming und wir konnten uns darüber stundenlang bepissen. Also wir konnten quasi stundenlang Auto fahren, hinten drin, dazwischen und haben Ming Ming gespielt. Und prägnante Erinnerung habe ich sonst. Meine Kindheit. Ja, sobald ich Pferde gesehen habe, bin ich komplett ausgerastet, weil ich die so toll fand. Und wenn Weihnachten war und wir mit unserer Familie mit dem Auto gefahren sind zu meiner Oma, so nach Weihnachten, also nach dem Weihnachtsessen, dann haben mein Bruder und ich immer aus dem Fenster geguckt und sobald wir eine Lichterkette oder Kerzen in Fenstern gesehen haben, haben wir gesagt, ich sehe was. Da war da eine Kerze, ich sehe was. Ich war da eine Kerze. Und dann musste der eine immer mehr gesehen haben als der andere. Und wenn wir im Auto gefahren sind und wir irgendwo hingefahren sind, so über Land, und da waren Pferde, hat grundsätzlich immer jeder gesagt, der ein Pferd gesehen hat, Pferde, Pferde. Total blöd, aber wir haben uns da früher tierisch drüber gefreut. Wir hatten ja nichts anderes. So, das war die siebte Frage, damit Ende. Ich mache das als Videoantwort für die Melle. Und wer mir eine Videoantwort machen möchte, darf das gerne tun. Ich finde das jetzt total witzig. Eigentlich ist der total blöd, aber ich fand ihn so schön blöd, dass ich ihm. Ja, ihr seht ja schon allein an den Antworten, dass ich eine ziemlich. Ich war damals so und bin heute so, nur noch ein bisschen schlimmer. Und ich kann gerade noch mal erzählen, auch da fällt mir gerade ein, wo wir noch bei Lieblingsessen sind. Meine Mama hatte mal Geburtstag und hatte ein Käsekuchen gemacht und der stand oben, also der stand auf der Spüle so zum Auskühlen und hier war die Form zu Ende und hier guckte so dieser hochgebackene Käsekuchenrand drauf. Und weil ich ja so verfressen war, bin ich dann morgens früh in die Küche und habe mir gedacht, lecker Käsekuchen, bin ich beigegangen, hab den, hab den Rand abgefressen und hab gedacht, das merkt keiner. Ja, blöd, klar hat man das gemerkt. Oh, und dann kam er mal. Mein Geburtstagskuchen! Kann ich einfach den Rand abfressen?
Naja, die war sehr, sehr not amused und da habe ich auch eine richtige Yachtreise gekriegt. Das hätte ich nicht machen dürfen. Also, wenn ihr Kinder habt und Käsekuchen macht, entweder ohne Rand oder nicht in der Küche stehen lassen. Das war's von mir. Tschüss.